Servus Leute, zurück zu Let's Play Heroes 7. So, Masfa ist hier weiterhin auf der Suche nach interessanten Sachen und ich könnte mir vorstellen... Ja, 4 Bewegungsmaximum. Wir müssen jetzt wahrscheinlich hier in diesem Gebiet die Obelisken besuchen, um das zu erreichen, um das zu schaffen, was wir vorhaben. Wir suchen nämlich... Schleicher und Spürerin haben wir nicht. Wir suchen nämlich nach... dem Edelstein aus der letzten Mission, glaube ich zumindest. Außerdem brauchen wir mehr kleine Pyramide, mehr Truppen, prinzipiell, aber ich kann es mir alles nicht leisten. Vielleicht, nachdem ich hier gelaufen bin. Wusch. Hier wird... Erkenne ich schon das Grün? Könnte doch fast... Nee. Das müsste dann... hier irgendwo sein. Genau, hier ist der Obelisk, den ich gerade gesehen habe. Hier ist grün, hier irgendwo ist es versteckt. Aber wir müssen alle Teile finden. Und ich glaube, wir bekämpfen mal die da. Ja. Weil ich möchte die Schuhe haben. Und während wir diese bekämpfen... eine kuriose Geschichte. Ich, vielleicht der eine oder andere, hat mich dadurch sogar gefunden. Ich mache gerne zu Spielen, die ich mir auf Steam kaufe, auch Reviews. Ich gebe mir da meistens Mühe und mache die... Ja, ich informiere mich recht häufig darüber, wie denn die Spiele so sind und so weiter. Und jetzt komischerweise hier bei Heroes 7 habe ich zu Beginn des Spiels, also nachdem ich halt meine Aufnahmen erledigt habe, habe ich auch... habe ich auch ganz normal hier meine Videos gemacht, mein Review gemacht. Das kam auch recht gut an bei den meisten. Aber einige haben sofort damit gewettert, bezahltes Review. Da habe ich mir gedacht, boah, diese Ignoranten. Nee. Meine Reviews sind bloß, ich nutze einfach von Steam. Steam bietet ja auch Formatierung an. Das nutzen die wenigsten, wenn sie Reviews schreiben. Das nutze ich unter anderem. Oder, was ich auch gerne nutze oder mache, ja, ich habe zwar bloß 2 Stunden das Spiel vielleicht gespielt, aber ich bin trotzdem recht informiert. Ich informiere mich über Berichte, ich informiere mich über das, was ich sehen kann. Und dann spiele ich es halt auch an. Und in dem Fall hatte ich ja auch noch die Beta einige Stunden gespielt. Trotzdem kamen dann nicht gerade wenige an und haben gemeint, hier, was hast du gekriegt für dein Review? Mir ist noch nicht bekannt, dass man hier was dafür kriegt für Reviews. Wäre zwar ganz nett und so, aber ich glaube, meine Meinung lasse ich mir nicht erkaufen. Also, wenn jemand ein gekauftes Review haben will... dann kann er sich bei irgendeinem anderen Kollegen auf YouTube anmelden und nicht bei mir. Nur mal so gesagt. Finde ich immer schön, dass auch auf Steam so Vorteile sind. Oh, das ist ein gutes Review, muss gekauft sein. Weil andere geben sich ja keine Mühe. Nur wenn man Geld bekommt, gibt man sich Mühe, nicht wahr? Ich mache die Reviews hauptsächlich, um vielleicht dankbar gegenüber den Entwicklern zu sein oder auch anderen zu helfen, weil meistens sind meine Reviews, also ich kaufe mir schon oder ich hole mir schon die Spiele, die ich auch mag und ich mache eigentlich keine Review, wenn ich das nicht empfehle. Vielleicht sollte man das vielleicht machen, aber das mache ich bisher noch nicht. Hauptsächlich empfehle ich es immer, also wenn ich ein Review mache. Deswegen kann man bei mir vielleicht auch... Oh, ja genau, ein Level Up. Auch eher so die positiven Dinge bekommen. Metamagie. Werden Metamagie gesteigert oder Primärwissen. Ach. Oh, wartet. Implosion wiederholt sich zu Beginn der nächsten Schlachtrunde auf dasselbe Ziel wie ein Range Expert. Die Anzahl... Der mit Elementar steigert sich zu Beginn der nächsten Schlachtrunde um 4. Hä? Hey. Ach so, da kommen mehr.
Ey, das ist gerade der beste Skill, den ich habe. Komm, da hole ich mir den Meister. Elementare sind gerade die Killer. Gerade eben auch. Die Wasserelementare. Voll der Burner. Königsreif. Goldene Drache. Das ist nice. Aber ich muss jetzt unbedingt mal zurück, weil ich, Idiot, habe natürlich vergessen, auf ihren Reisen ist Meisterin Lilia in den Besitz eines wunderschönen blauen Juwels gelangt, das wie eine Wüstenrose aussieht. Ich habe gesehen, wie sie damit ein Tor zur Geisterwelt geöffnet hat, wo die Seelen der Toten ewig umherstreifen. Schön. Ja, jetzt habe ich Zauber. Habe ich da auch gute Zauber? Das ist die Frage. Ah, shit. Kein einziger Angriffszauber. Ich habe jetzt so gehofft, dass ich auch wieder hier den Eiszauber bekomme. Aber, das ist, glaube ich, sogar worth. Was ist das? Arcane fügt der Magie 2 Zauber der Ringe. Ja, das ist auch worth. Das kann ich danach machen. Ja. So, was gibt's hier noch? Ey, ich kann da keine weitere. Ja, der Kältestrahl. Episch. Ich bin so episch jetzt. Und das machen wir gleich nochmal. Weil ich glaube, ich kann... Ich wollte jetzt so keinen Held anwerben. Wobei das vielleicht keine dumme Idee ist. Nein, ich wollte... Was ist das? Okay, was ist das? Oh. Das kommt danach. Aber erst hier die Bibliothek, weil dann kann ich wieder auf Streife gehen. So, neue Zauber. Noch mehr Zauber. Blitzgewitter. Ja, Masfa mit Zaubern ist doch viel geiler. So. Blöd ist, dass man ihn immer bloß nochmal reinstellen muss, oder so sieht es zumindest aus. Ganz ehrlich, ich hole mir gleich verbesserte Truppen. Wenn wir schon mal hier sind, dann nutze ich das doch direkt und mach hier mal, rüst die auf und hol mir neue. Gleich bessere Truppen. Wir haben zwar bloß die Basic-Truppen, aber ist doch besser als nichts, nicht wahr? Besser als nichts. Also ich muss zugeben, es hat zwar ein paar Bugs, ein paar kleinere, haben wir ja schon gesehen. Also hier zum Beispiel das mit der Stufe ist im Hintergrund. Aber ansonsten, im Vergleich zu Heroes 6, läuft es deutlich angenehmer. Es macht deutlich mehr Spaß, das Spiel gerade. Auch weil, ich bin ein Fan von den Stories. Also, ja, ich hätte mir zwar, das haben wir doch schon. Ich hätte mir zwar eindeutig eher so eine Story à la Heroes 5 gewünscht, also wo eine Kampagne nach der nächsten kommt und da baut sich eine epische Geschichte auf. Das war bei, also Heroes 5, die Story ist echt geil. Auch über die Add-ons hinweg. Das zieht sich ja von Anfang bis zum Ende. Das ist richtig gut gemacht, storytechnisch. Hier jede, das ist wie bei Heroes 6, da kann man jede Einzelfraktion auswählen und selbst wählen, was will man denn am Anfang gleich spielen. Ja, schöne Freiheit, aber ich stehe nicht zur Freiheit. Ich bin lieber der Gefangene. Gefangene in der Materie. So. Schwupp. So, Ladies. Ich habe einen Zauber. Ich hoffe, ich kann damit töten. Oh nein. Ich muss Wassermagie stärken. Kreatur. Einmal nach meiner Kreatur. Des Zuges der Kreatur allen benachbarten Kreaturen. Kreatur, alle benachbarte Kreaturen. Wer kommt denn zuerst? Okay. Ist, glaube ich, nicht so cool. Implosion. Ach, Quatsch. Elementare, wieder Elementare. Wir haben jetzt den Meister geskillt. Elementare, Echo. Da kommen... Wie ist es jetzt? Jetzt kommen nächste Runde 4 gleichzeitig mehr. Habe ich das richtig verstanden, dass jetzt 4 dazukommen? Das werden wir gleich herausfinden. So. Kämpf mit dem Erdelementar. Ach, kämpf doch bitte mit dem Erdelementar. Ja, genau. Batsch. Einfach mal auf die Schnauze gehauen, dem Typen. So mit einer steinernen Keule. Die steinerne Faust der Wahrheit hat ihn erwischt. Oh, schade. Wasserelementare könnten zurückschlagen. Boah, ja. Oh!
War das schon immer so, dass ihr voll habt jetzt? Oder habe ich ein Item, das die voll haben? Habe ich da aufgepasst? Ich glaube, ich habe ein Item, das voll macht. Oh, ach komm. Ja, ich glaube, ich habe ein Item. Das Schöne ist, ich hatte auch noch keinen einzigen Absturz. Das war beim Hero 6 Let's Play ein großes Problem. Dass ich ungefähr jeden vierten Part hatte ich mittendrin einen Absturz und musste halt dann extra schneiden. War zwar immer noch machbar, aber... Oh, hä? Kann ich durch? Wie kann ich durch? Könntest du doch da rumfliegen. Das ist interessant. Ja, komm, Moral sinken lassen. Oh, die verlieren gar keine Moral. Was war denn das? Das war ja gar nichts. So muss das gehen. Oh, cool. Brauchen wir aber nicht. Gut, dass die viel Leben haben. Gut, dass der Vogel viel Leben hat. Ja, kein einziger Absturz bisher. Also, technisch ist es ausgereifter als Hero 6, würde ich sagen. Gold oder EP? Ich glaube, EP kriegen wir so oder so. Gold ist wirklich wichtiger gerade. Eine Heldenhalle. Habe ich eigentlich... Ja, ich habe doch eine Heldenhalle. Ich könnte mir doch einen Chefökonomen holen. Unseren Truppen. Ganz wichtig. So. Was bedeutet das? Jeder hat eine... Oh, shit. Schaut euch das an. Wer ist denn aus Duel of Champions bekannt? Ist da jemand aus Duel of Champions bekannt? Ja, sie, glaube ich, oder? Ja, sie war da nicht einer. Masfa auf jeden Fall, ja. Sonst nicht. Aber selbst zu denen gibt's Lore hier. Interessant, interessant. Oh, cool, 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 cool. Aber eigentlich wollte ich jetzt seinen Skilltree anschauen. Warte mal, ich muss das bloß jetzt gerade finden. Wo kann ich denn das anschauen? Machtheld ist in Ordnung. Ach, da. Er hatte Führung, ich brauche aber Ökonomie. Hat er nicht. Also bist du nicht interessant. Wie sieht's bei dir aus? Erkundung und Kriegsgerät. Ökonomie hätte... Oh, du könntest... Was macht denn das Maxima? 15% mehr Gold. Alle meine Städte. Das ist... sexuell. Hochsexuell. Okay, du könntest gehen als Statthalter und hier Ökonomie ist auch möglich. Du hättest schon Lichtmagie, Primärmagie ein bisschen Rechtschaffenheit. Und was kannst du? Blutrage und Führung. Und Ökonomie. Was war nochmal deins? Ja genau, der Held beginnt mit einer Kundung, Rang Novize und der Fähigkeit Heimatboden. Das bedeutet, Statthalter sind einfach... Oh, gleich mal ein Statthalterbonus. Und dann noch Ökonomie. Ja, und was machst du nochmal? Du hast... beginnen mit deiner Fähigkeit Erneuerung. Nee, ich hol mir dich. Anwerben. Es sind zwar zwei Truppen, die ich jetzt überhaupt nicht brauche, aber gut. So, um eine Statthalterfähigkeit zu nutzen, kann man die hier... Anstatt hat er für alle hier reinsetzen. Danke für den Hinweis in den Kommentaren. Wusste ich noch nicht, ehrlich gesagt. Wäre ich auch wahrscheinlich nicht draufgekommen, wenn mir keiner das gesagt hätte. Ich hätte gedacht, Statthalter wirkt einfach immer so. Jetzt wirken ihre Statthalterfähigkeiten nämlich hier ganz cool. Also jetzt haben wir alle mehr Bewegung hier in dem Gebiet. Und außerdem werde ich jetzt mit dir losziehen. Und schauen, ob du nicht hier ein Level bekommst. Dann kriege ich nämlich auch mehr Gold von dir. Gold ist eine geile Sache. Und da unser Gebiet, unser
Ja, wir haben hier eigentlich das komplette Gebiet, wo wir uns bewegen können. Das ist auch ziemlich nice. Königsgreif. Ja, Schaden tun sie, glaube ich, nicht. Außer, dass sie Geld kosten. Ich habe zwar keine Rohstoffe zum Opfern, um ihn aufsteigen zu lassen, aber ich habe Kampfesmut. Ich will meine Elementare gegen diese Wesen hetzen. Das ist echt geil mit den Elementaren. Eisiger Streich? Ich muss echt wieder... Primär bin ich ja jetzt Meister, oder? Ich bin jetzt... Genau, ich bin auf dem höchsten bei Primär. Dann würde ich Wasser gerne auch wieder haben, weil Wasser hat mich echt bisher begeistert. Sehr zufrieden mit Wasserfähigkeit. Feuerelementar. Schön, schönes Ding, schönes Ding. Was kannst du eigentlich? Stützen. Gebt ab und greift zu Beginn ihres nächsten Zuges alle Kreaturen im ausgewählten 2x200. Danach landet die Kreatur in der Nähe des Zielbereichs. Ich tippe einfach mal, dass du dich hier hinstellst. Wusch. Und tschüss. Kann es sein, du bist ein Fernkämpfer, oder? Ah ja, Mist. Ja, Feuerelementare da vorne zu beschwören ist schlecht. So, warten. Jetzt kommt dieser Typ. Der sieht auch gefährlich aus. Ah, du hast dich jetzt dahingestellt. Das ist auch in Ordnung. Der Greif trifft dich auf jeden Fall. Bitte, jetzt du noch? Ja, perfekt. Der Greif trifft alle. Aber das ist halt echt schlecht. So, ich muss Damage machen. Ich muss mehr... Oh, Moment. Shit. Nee, das klappt nicht. Ich will nicht meine eigenen verletzen. Mehr Damage machen. Der arkane Vogel. Nee, was? Usch. Tiefgefroren. Wow. Tiefgefroren. Kann man mal machen. Was bedeutet das? Minus 3 Zugweite. Alles klar, dann hast du das. Schießt ohne Entfernung. Der kann... Ja, die können... Das ist interessant. Rundumschlag ist gefährlich. Wie viel Leben hast du denn noch? Naja. Implosion finde ich überhaupt nicht gut. Ja, ein Wasserelementar. Die hauen rein. Kam da jetzt mehr dazu? Ja, 2. Dort unten steht noch 2. Hier sind 6. Sehr gut. Sehr gut. Das ist wirklich so, dass jetzt der Meisterskill bewirkt, dass ich hier... Dass ich hier echt mehr Elementare in der nächsten Runde bekomme. Das ist sehr geil. Mal warten. So, tiefgefroren, du wirst den Greif, ja, fast töten. Gut. Rundumschlag. Egal. Einer ist schon mal down. Der größte. Selbst die großen fallen immer tiefer. Und weg sind meine Greifen. Ja, so toll fand ich sie jetzt auch wieder nicht. Muss man schon sagen, da gab es Besseres. So. Jetzt kommen die Fernkämpfer wieder und machen hier von hinten ordentlich Damage. Da kommt eine Gegenwehr, das will ich eigentlich nicht. Ich will möglichst keine Truppen meiner Hauptarmee verlieren. Die Greifen waren mir jetzt egal. Die hätte ich eigentlich auch verzichten können. Ah, wartet. Jetzt kann ich ihn angreifen.
Ideales Meucheln noch dazu. So. Ja. Ich glaube, der wurde sogar mit Death Down gediebhaft. Stimmt, wir haben keinen Kampflock, merke ich gerade. Moaschub, demoralisiert, blub. Ah, easy. Wobei, so easy war das gar nicht. Wir haben. Das war gar kein einfacher Kampf. Das war nur aus dem Grund einfach, weil Massverhalt schon ziemlich stark ist. Das ist auch interessant. Ich schau mal, wie viel es kostet. Zu viel. So, was haben wir? Oh, was ist denn das? Ist das eine Sägemühle? Das ist eine Sägemühle. Go, go, gadget. Besser gesagt, go, go, get it. Das Rot, habe ich nicht schon einbekommen? Grün, Rot. Ach, da ist die rote Barriere. Die habe ich. Süß, ich dachte. Das meinte ich mit. Ich habe mal im Kommentar geantwortet an Martin Fink, dass ich die Barriere, also diese Mauern hier so schlecht sehe. Hier in der Wüstenregion mit diesem gelben, eher gelblichen Barriere. Das wird wahrscheinlich die rote sein, die ich hier aktivieren kann. Ja, da komme ich da durch. Mhm. Kurios. So, ich wollte doch... Das wollte ich als nächstes. Dafür fehlt mir jetzt ein bisschen Gold. Okay. Nullia weiß, wie man sich die Kräfte der blauen Blumen nutzbar machen kann. Die Gerüchte stimmten in einem Punkt überein. Die Nekromantin Lyla hatte die Blume. Masfa musste die Geheimgänge finden, welche in ihre Domäne führten. Es war unabsehbar, welche Gefahren in diesen unerforschten Ländern lauerten. Reist nach Osten, um euch mit der Nekromantin zu treffen. Aha. Nee, wir schauen hier erst noch. Und holen uns hier die Ressourcen. Ich habe jetzt ehrlich gesagt die ganzen Hoffnungen aufgegeben, dass ich überhaupt irgendwas bekomme. Aber jetzt haben wir hier neue Hoffnungen bekommen. Das ist hässlich, diese Gegner. Aber hoffentlich, ja, ich bin als erstes dran. Dank dem Vogel. Gleich mal Elementare hierhin pfeffern. Egal welche Art. Wasser ist am liebsten. Oder? Ist Wasser mir am liebsten? Ich denke ja. Ja, doch, wegen unendlich Retaliation. Das ist schon geil. So, und jetzt kann ich mich auch noch super positionieren, dass beide nahe angreifen müssen. Ha! Episch. Der verteidigt nur. Das ist ja ausgezeichnet. So, und jetzt töten wir. Auf geht's. Endspurt. Töten. Anhusten, genau. Wusch. Nein, einer hat überlebt. Unbelievable. Okay. Dahin. Schön in den Angriff. Du kannst dich um die kümmern. Gut. Darfst du nochmal? Nee, du bist dran. Okay, schön hier weiter nach vorne draufhauen. Ah, einer. Immun. Du bist zu low. Oh, doch nicht. Ah, einer macht jetzt auch nichts mehr. Immun. Der stirbt sogar. Komm, Masfa, mach es selbst. Wir waren siegreich. Das will ich haben. Geil. Das ist sehr, sehr wichtig, dass ich jetzt Ressourcen bekomme. Wenn ich jetzt... Dann gibt es bestimmt auch irgendwo eine Steinmine. Und gibt es vielleicht die Träne von Asche? Träne Aschers?
wenn hier die Obelisken sind? Ich dachte, damit finden wir diese Lilie oder Blume der Wüste oder wo auch immer. Oh nein, oh nein. Das ist echt sehr geil mit dem Elementar-Spammen. Weil der Erdelementar, der macht es mal. Der lässt die erstmal hier ein bisschen rumgammeln. Einfach mal draufhauen. Lahmgelegt. Sehr schön. Kannst du die stunnen oder wie? Oh oh. Vielleicht sollte ich das nochmal starten. Kann man das... Ich muss hier höllisch aufpassen. Okay, okay, okay. Ja. Die stehen blöd. Also entweder der greift vermutlich an oder der dort unten. Deswegen, na gut, dann probieren wir es mal auf die andere Art. Feuerelementare diesmal. Von hier ist eigentlich, glaube ich, besser, weil dann kommt er nicht weg. Genau, dann kann er nicht hier irgendwas machen. Tja, jetzt ist halt die Gefahr durch die 120 von denen. Die können jetzt auch. Kam da gerade was angeworfen? Einen bloß. Das ist schon besser. Auch unglücklich. Warte, kann ich das vielleicht heilen? Das könnte durchaus möglich sein. Aber ich bin zwar kein... Ja, ich bin kein Nekromant. Trotzdem könnte es möglich sein, dass ich Heilfähigkeiten habe. Oder nutzen kann. Besser gesagt, nutzen kann. So, irgendwas mit Heilung? Nee. Leider nicht. Na gut, dann halt eben nicht. Dann habe ich einen Verlust. Zu beklagen. Es gibt aber dann bestimmt auch gute Erfahrungspunkte, dass ich das gemacht habe. Wir werden schon anders irgendwie... Ja, fast ein Level. Wir werden schon anders irgendwie das wieder gut machen können. Wenn ich noch eine Steinmine bekäme. Ah, das wäre so geil. Warum bleibt er stehen? Oh, seht ihr? Okay, können mitkommen. Grün. Grün habe ich noch nicht. Also grün habe ich, ich meine grün, ich weiß schon, ihr wisst es Bescheid. Ach, in der Schnelligkeit, jetzt habe ich schon 3 von 4 besucht. Das könnte das Spiel grundlegend verändern. Ach, hier gibt es wieder geile Gebäude. Und du solltest eigentlich mal da hinlaufen, ich brauche dein Gold. Gold, Ökonomie. Gibt es noch mehr, wo sie Erfahrungspunkte sammeln kann? Nein. Nein. Naja, schade. Ist aber auch gut. Du gibst mir mehr Geschwindigkeit oder mehr Laufgeschwindigkeit in diesem Gebiet und mehr Gold. Und jetzt hole ich mir auch noch Drachenkristalle. Eine Einnahmequelle für Drachenkristalle. Hab eigentlich eine Einnahmequelle für alles, bis auf Stein. Das werden wir jetzt auch noch irgendwie hinkriegen. Und dann ist eigentlich meine... Ja, dann kann ich eigentlich sagen, meine Wirtschaft läuft. Dann müssen wir bloß herausfinden, was ist die Gefahr. Gibt es hier noch einen Gegner, der aktiviert wird, wenn wir irgendwas machen? Zum Beispiel hier in die Geisterwelt gehen oder zu der Nekromantin? Man weiß es nicht. Wir werden es aber vielleicht beim nächsten Mal herausfinden. Vielen Dank fürs Zusehen und ciao, bis zum nächsten Mal.